In meinem Kopf will ich immer noch Simulationskomponenten sparen. Weil die für mich gefräßiger sind als die eigentlichen Entity-Komponenten. Gut, warum haben wir das gerade gemacht, das Beispiel? Weil die Frage war. Muss man das generic machen oder nicht, glaube ich, oder? Oder wie es aussehen würde, wenn man es quasi Ach so, richtig, außer macht. genau, ja. Die Alternative wäre jetzt natürlich auch noch, das können wir nochmal ganz kurz hier sagen, diese Attributlösung, vielleicht hätten wir das vor der Strawpoll sagen sollen, wie das funktioniert, dass man hier sagt, Entity Filter, was weiß ich, wie man den nennt, und hier hinten dann eine Auflistung von Komponenten, die das Ding braucht. Der Vorteil hierbei wäre, dass man mehrere Attribute gleichzeitig anwenden kann. Und vor allem hier eine unendliche Liste von Parametern hat. Also die Entity Filter könnte dann einfach ein Type of Force Komponent haben, könnte ein Type of Movable Komponente haben. So, und das wäre dann quasi die Und-Operation. Also das und das muss da sein. Und wenn ich noch andere haben will, nehme ich dieses Attribut einfach und mache es nochmal hin und fange dann an, per Attribut weitere Entitäten da rein zu filtern. Müsste das nicht per Generic machen. Generic ist Das für wäre mich, ja? eine Sache, die man einfach zusätzlich machen könnte zum Generic-System. Dann würdest du im Haupt, im groben Fall einfach das andere System nehmen, also das Generics. Und wenn du halt wirklich mal irgendwas Spezielles hast, wo du wirklich zwei verschiedene Sachen brauchst, dann würdest du halt irgendwie irgendwann mal sowas implementieren. So, ich meine, das ist ja nicht exklusiv quasi. Naja, aber deine Update-Methode ist halt gebrandet auf diese Generics. Ja, Also ja. Generics finde ich halt grundsätzlich einen guten Ansatz, wenn du die Gesamtanzahl an Typen irgendwo kennst. Aber bei so dynamischen Systemen schrecke ich vor Generic nach wie vor zurück. Aber wie gesagt, nochmal, du könntest dann einfach ja die Base-Systemklasse vielleicht mehr oder weniger einfach nur als Abstraktsache haben, die gar nichts mehr drin hat. Dann würdest du einfach ein weiteres Base-Generic-System, also das, was ich jetzt hier habe, könnte sein. Und dann würdest du einfach ein neues machen, wo es attributbasiert ist, wo du einfach halt die Update-Methode selber komplett schreiben musst im Endeffekt, weil du ja theoretisch wissen könntest, was drin wäre und alles. Aber es wäre halt wirklich Sache, das könnte ja beides zusammenlaufen im gleichen Ding. Also dass du, wie gesagt, im Hauptfall die Generics verwenden kannst, wenn du sie verwenden kannst, und wenn halt nicht, dann nimmst du die Attribute. Also das würde ja beides gehen, theoretisch. Ja, klar. Also du musst ja auch die Attribute nicht verwenden. Du kannst sie ja prinzipiell weglassen. Und dann hätten wir dieses Add mit allen. Ja, klar. Dann hätten wir alle Also drei Systeme in einem, ne? im Endeffekt würde wirklich alles drei zusammen funktionieren. Also ich meine, es ist nichts wirklich, was irgendwie das andere einfach behindern würde, eigentlich. Ja. Wäre ein schöner Kompromiss, hä? Gut, dass wir das Drawpal gemacht haben. Alle drei zusammen finde ich gut. Bin dafür. Super, Lassie ist dafür. Na dann, Kenas, dann machen wir das doch. Gut. Also, dann fangen wir mal damit an, dass wir grünes Schafsystem in die Simulation-Komponente implementieren. Darf man sie Komponent weiterhin nennen? Ist das okay? Eigentlich nicht. Warum? Weiß nicht, also das ist im Endeffekt genau das, was bei ECS ein System ist. Also es ist ja nicht im Endeffekt ein System of Entities and Components, sondern es ist wirklich Entities, Components and Systems, eigentlich quasi. Wo genau liegt jetzt architektonisch noch der Unterschied zwischen dem System und unserer Komponentenimplementierung? Der Name. Ja, eben. Darauf will ich raus. Es gibt doch keinen Unterschied. Das ist richtig. Gut. Aber der Name. Ja, aber Namen war noch nie ein Grund. Oder liege ich da jetzt grundsätzlich falsch? Also ein System. Und eine Komponente. Also letztendlich kann ja auch in unserem System die Komponente alles Mögliche machen, sowohl auf Entity-Seite als auch auf Simulationsseite. Also, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt Simulation-Komponente lassen. Was machen wir denn hier drin? Wir haben ja weiterhin Add Entity und Remove Entity als generischen Ansatz, also als den allgemeinen Ansatz. Und die Simulation-Komponente hat jetzt die Aufgabe, das zu filtern. Oder machst du das an zentraler Stelle? In deiner Nee, Lösung. das mache ich auch da, aber allerdings hat mein Ding auch noch Support quasi für Updates. Also deswegen gibt es ja auch Entity Change noch drin. Updates? Wofür? Dass du zum Beispiel einfach, was ich ein dummes Beispiel wäre, dass du Effekte bei Gravity entfernen könntest oder halt hinzufügen kannst. Und dann würde es entsprechend auch von dem entsprechenden System halt weggenommen. Woher weißt du das?
Wie meinst du das? Weil, achso, auf jedem System gibt es bei mir eine Entity-Change-Methode und dann gucke ich das Ding nach, habe ich das Ding drin? Wenn ja, dann gucke ich es nach, hat es noch immer alles, was ich brauche. Ich meine, Das woher heißt, weißt du den Change? Weil die Liste das wirft. wenn. Nein, also wenn du die Komponente entfernst, das machst du über den Entity Manager und der Entity Manager hat quasi eine Change Entities Liste und die geht ja am Anfang jedes oder am Ende jedes Ticks durch und ja, das wird dann in das System mitgeteilt. Was spricht denn dagegen, der Komponentenliste noch ein Change-Event mitzugeben? So dass in dem Moment, wo ich eine Entity zu einer Komponente hinzufüge, das subscribed wird und bei einem Remove es wieder entfernt wird. Nichts, weil es ja genau das gleiche ist. Genau. Gut. Unsere Komponente macht das aber leider noch nicht. Aber wir hatten das System. Es gab ein paar Gründe, warum das dynamische Entfernen und Hinzufügen von Komponenten eine schlechte Idee war. Ich glaube sogar aus Gründen der Filterung. Weil du es ja dann nachher nicht mitkriegst. Und dann haben wir ja wieder das Problem, dass du bei einem Update. Ach, kriegst du das Update für jedes Event, für jedes Item, das sich verändert? Also. Und daher war es ja auch fast wichtig, quasi, dass das doch nicht so langsam ist, weil es halt doch öfter passieren könnte. Nee, also, ja. Hier kommt gerade die Frage im Chat, wie wir eine Simulationskomponente machen, die anhand einer Instanz entscheiden soll, ob die Entity behandelt wird oder nicht. Ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden, weil letztendlich kriegen wir bei Add Entity jede Entity, die dazukommt, und dort wird dann entschieden, ob man sie behandelt oder nicht. Beispiel ist hier Schwerelosigkeit beim Tauchen. Schwerelosigkeit ist nicht ganz richtig. Tauchen produziert eine Auftriebskraft. Das wäre eine weitere Kraft, die angewendet wird, die der Gravitationskraft entgegenwirkt. Und diese Komponenten, die haben wir bisher so gemacht, dass die enabled und disabled werden können. Das würde bedeuten, dass die Position, ob unter Wasser oder über Wasser, entscheidet, ob eine Kraft angewirkt wird oder nicht. Das wäre in dem Fall das Problem. Also es würde dann nicht so sein, dass ein System die Entity dazu nimmt oder wegnimmt, je nachdem, ob du unter Wasser bist oder nicht, sondern es ist einfach eine Kraft, die ein- oder ausgeschaltet ist. Bei dem, was ich bisher habe, wäre es so. Würdest du nämlich dann quasi Effective Gravity wegmachen und irgendwas anderes halt wegen Wasser hinzufügen und dann würde es im anderen System quasi sein. Und wer würde das tun? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wahrscheinlich Bewegungskomponente. Wahrscheinlich müsste das die Bewegungskomponente machen, tatsächlich. Ist das wird. Das ist alles. Ja. Aber wer würde in deinem Fall das Ding dann ausschalten? Weiß ich noch nicht. So, das heißt, kann ich jetzt auch Also. mal antworten. Also der es ausschalten würde, der würde es bei mir quasi auch hinzufügen und wieder entfernen. Naja, im Endeffekt wäre es dann quasi der das Wasser implementiert. Also der entscheidet, ob eine Wasserkraft angewendet wird oder nicht. Ja. Ich mache jetzt hier einfach weiter, sonst kommen wir ja echt gar nicht mehr vorwärts. Also, wir haben hier keine Abstract-Methoden mehr, weil die wird jetzt von der Basisklasse gehandelt. Und hier drinnen entscheiden wir jetzt. Also, wir haben ja grundsätzlich die Generic-Variante. Das bedeutet, wir müssen mit einer abgeleiteten Klasse arbeiten. Und du hattest das mit einem Match gemacht, ne? Also, das war einfach Yep. eine Protected wahrscheinlich Virtual Match Entity. Entity. So. Das wäre es im Grunde ja auch schon, ne? Mehr ist es nicht. Und die wirft standardmäßig True zurück. Das heißt, if match Entity, dann rufen wir die eigentliche interne Methode add auf. Scheiße, jetzt haben wir natürlich die ganzen Namen weg. Wäre dann protected, virtual. Ne, die ist abstract. Die muss überschrieben werden. Void add entity. So, und dann kann er immer noch da drinnen entscheiden, ob wir sie haben wollen oder nicht. Also effektiv ist das the same, nur dass es einen Vorfilter gibt. So. Ah, Tasten sind wieder anders. Leck mich doch! Entfernen, danke. So, das same bei Remove, wobei da gibt es kein Match mehr. Da müssen wir einfach gucken, ob wir die Entity kennen oder nicht. Hast du eine Liste hier drinnen wahrscheinlich, ne? Aus Entities. Das heißt, es Ja, gibt hier ein Dictionary. Void List of Entity.
Und Also du da habe hast ich. natürlich auch eine Liste für alle Attribute. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Ich mache es jetzt erstmal so. Entities. Und dann gucken wir, wie wir damit klarkommen. Dann haben wir hier. Stopp, da hast du jetzt ein kleines Problem. Jetzt müsstest du gucken, wo du sie, wann du sie hinzufügen möchtest, weil wenn du jetzt hier if match und dann der andere noch entscheidet, was er haben möchte oder nicht, dann könntest du sie einfach nicht adden eigentlich. Dann wäre das So. jetzt hier meine Lösung. Das heißt, die Add-Methode entscheidet dann letztendlich nochmal initial, also gibt True zurück, wenn er sie hinzugefügt wurde und False, wenn nicht. Das heißt, da kommt jetzt, oh, das können wir jetzt bestimmt ganz fancy. Das könntest du auch als und beide Ja, wegtun, genau, ohne das wollte ich Spaß. gerade tun, ja. Total fancy. Absolut. Entity. Nee, eigentlich finde ich das nicht schön. Das ist so missverständlich. Und wenn das der Fall ist, dann fügen wir sie tatsächlich in die Liste ein. Entity. Entity. Verdammt nochmal, ich kann hier nicht mehr tippen. So, der Match ist eh klar, den kann man überschreiben. Add muss man überschreiben. Und beim Remove würde ich im Prinzip einfach davon ausgehen, wenn sie da ist, dann löschen wir sie auch. Also dann machen wir Ja, gar aber du nicht mehr. möchtest trotzdem am besten wahrscheinlich noch irgendwie was protected haben, einfach dass der, falls ihr irgendwas anderes zwischenspeichert. Ja, natürlich. Also ich gucke jetzt, ist im Prinzip einfach nur ein Gucken, ob sie da ist. Entities. Contains. Entity. Dann sage ich. Obwohl, man könnte hier fast sogar. Oh Gott, ich wollte hier gerade überlegen, ob ich nicht irgendwie verhindern kann, dass sie entfernt wird, aber das ist ja Quatsch, weil dann wird sie ja. Nee, auch nicht. So, dann haben wir Protected. Abstract. Void einfach nur. Remove. Entity, Entity. Wunderbar. Dann werden wir erst einen Remove machen und sie dann tatsächlich removen. Entity, das müssen wir jetzt alles noch locken vielleicht. Obwohl, nee, wir sind im Moment in einem synchronisierten. Was habe ich hier falsch gemacht? Remove. Ah, Entity. So. Das ist es ja im Grunde schon. Was wir jetzt noch im Vorfeld machen können, ist in unserem Konstruktor Filter definieren. Und zwar ergeben die sich dann aus den Attributen, die wir hier haben. Okay, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich erzeuge mal kurz, bin ich hier im richtigen Branch eigentlich? Ja. Ich erzeuge mal hier oben noch diesen, wie habe ich es gerade genannt, Entity-Filter. Dann haben wir Yep. was mit Attributen und wir haben was mit Generik. Oh, ist ja toll. Wir machen hier gerade volles Programm. Das heißt, wir erzeugen mal einen Entity-Filter Attribute. Das ist ein Standardattribut. Das ist Attribute Usage. Das kann angewendet werden auf Klassen eigentlich nur. Sonst nichts. Und kann multiple Male benutzt werden. True. Achso, ich muss das. Allow multiple true. So, das sagt einfach nur, dass man das Attribut mehrmals verwenden kann. Das Ding ist public, sealed. Und wir machen einen Konstruktor, Entity, Filter, Attribute und machen hier einfach Type Entity Filter. So, oder Entity Type. So. Was wir hier also machen, wir haben einfach einen Konstruktor, der eine beliebige Anzahl von Entity Component Type entgegennimmt. Das heißt, da kann man beliebige Types ankleben, die man in einer Und-Verknüpfung haben will, damit das Entity zugelassen wird. Ist das soweit okay? Entity. Grüne Schaf sagt gar nichts mehr. Doch, Spielt mit seiner also ist Katze. okay. Vielleicht wäre es auch noch okay, wenn du Strings nehmen würdest, auch noch zusätzlich ne? Zu dem Typen. Strings. Bring the type ist immer das beste Type. Das halte ich für eine schlechte Idee, weil in dem Moment, du kannst ja keine Abhängigkeit erzeugen zu einer. Also das würde verhindern, dass man den Type kennt. Also das hier würde Richtig. sicherstellen, dass man die Types kennt.
Richtig, aber wenn du zum Beispiel, wenn es dir nur um Text im Endeffekt gehen würde, also Sachen, wo du nicht keine Daten brauchst und nur, dass du nur wissen möchtest, dass das Ding da ist, dann würde es vielleicht teilweise eventuell Sinn machen für irgendwelche Mods, die von anderen Mods abhängig sind, aber eventuell auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das ist der typsichere Ansatz. Nifix mein Fullname. Leute, ihr trefft heute so scheiß Entscheidungen. Ich höre irgendwann nicht mehr auf euch. Ja, also ich würde es vielleicht Was? doch, ja, eher vielleicht doch nicht. Wollen die Welt brennen sehen? Ja? Wenn du jetzt sagen würdest, gib noch eine Farbe an, damit nachher ein Lämpchen angeht, in der richtigen Farbe, wenn der Type da ist, dann würde das der Chat sicher gut finden. Ich habe eine schlechte Idee, finde ich. Ja, ne? Entity Types. Aber was wir hier noch festlegen sollten, ist, ob diese Komponenttypen auch grundsätzlich vererbt sein könnten. Also gerade im Hinblick auf die Force-Nummer. Also dass, wenn ich jetzt hier sage Force-Komponent, dass sich grundsätzlich alle, also wenn mindestens, ah Gott, wenn mindestens eine vom Typ Force drin ist, ist das eine gute Sache? Grundsätzlich alles Geerbte. Das funktioniert. Geerbt ist gut. So, also wir haben jetzt ein Attribut, das wir, Entschuldigung, hier oben ankleben können. Haben wir ein Beispiel? Wir haben ja die Force Resolver. Nehmen wir den nochmal. Der quasi den Entity Filter hätte. Type of. Hatte ich doch gerade eben schon gemacht, ne? Force End Component. Und als zweites will ich Type of Move Wirbel Component. So, das wäre quasi die Attributsvariante für den Type Filter. Was ist jetzt hier? Ach so, ich habe jetzt die falsche natürlich. Das würde so funktionieren. Remove. Ist ja nicht public. Protected. Besser? Ah, bool. So, jetzt haben wir es aber. So würde das dann aussehen. Prinzip dasselbe Verfahren wie vorher, nur dass wir einen Vorfilter haben auf dieses Attribut hier. Auf diese Attribute. Cool, das ist Schritt 1. Und Schritt 2 wäre dann der Generic-Ansatz. Das werde ich hier unten einfach mal ganz kurz testweise ankleben, wobei ich es gerne woanders hätte. Public. Auch Abstract. Class Simulation Component, aber diesmal mit einem Komponent 1, nennen wir es mal so. Also ich habe jetzt noch keine Unterscheidung zwischen Required und Optional, einfach damit wir es mal haben. In einer Sealed Klasse Protected fragt Andy. Und ja, erstens, weil die Basis der überschriebene Dingens protected ist, das heißt, ich habe keine andere Wahl. Es gibt nur protected. Die müssen dieselbe Sichtbarkeit haben. Dass das jetzt hier sealed ist, ist halt einfach. Ja, ich bin mir sicher. Bedingt durch die Tatsache, dass ich eine Methode überschreibe, die protected ist. Und es ist nicht verboten, nein. So, die Implementierung wäre hier dann Simulation Component, das wäre die Basis, damit wir hier sicher sein können. Machen wir hier noch eine Bedingung rein, die sagt, da dürfen nur Entity Components drin sein, was aus der Typisierung an sich eine gute Sache wäre. Privat ist verboten? Nee, Private ist eben nicht verboten. Verboten ist nur, eine andere Sichtbarkeit anzuwählen wie die vorherige. Also ich kann hier nicht Private machen. Private wäre schade, weil die überschriebene eben protected ist. Ich kann auch nicht Public machen, weil die überschriebene nur protected ist. Ich muss denselben Sichtbarkeitsmodifikator nehmen. So, dann sind wir hier. Und hier ist dann der Zauber im Prinzip. Oh, machen wir das doch so. Ach so, die Filter sind hier noch nicht. Scheiße. Ich kurz fummeln. Type Array. Kannst du das Ding nicht eigentlich erben lassen von dem Ding? Komponent Filter. Doch, wollte ich eigentlich. Was denn? So, Do Reflect Attributes. So, was soll ich erben? Von wo?
Nee, schon gut, ich glaube, hast du sogar schon. Aber das wird auch so nicht ganz gehen, weil du wolltest ja, dass du zwei verschiedene Entity-Filter machen kannst, die dann optional werden. Zwei Oder nicht? verschiedene Entity. Nö, ich hatte zugemacht. Achtung. Public Simulation Component. Base haben wir ja gar nichts. Also nichts Base. Also doch Base. Aber das wird ja automatisch aufgerufen. Hier drinnen hätte ich dann die Attribute gefiltert. Das heißt, getype get custom attributes vom Type Entity Filter. Scheiße, Entity Filter ist eigentlich dumm. Es muss der Entity Component. Ah, Entity Filter. Wir filtern ja Entität. Inherit auf keinen Fall. So. Each Attribute in. So, die Schnellvariante. Also, ich hole den eigenen Type. Das ist die Simulation Component. Oder von der entsprechend vererbten. Hol mir alle Custom Attributes, die Entity Filter Attributes sind. Das False hinten sagt einfach nur, dass ich keine geerbten haben möchte. Also iteriere ich jetzt über alle Attribute vom Typ Entity Filter, die ich finde. Und das Attribute kriege ich dann entsprechend nicht gecastet. Das war schade. Hätte ich gerne gehabt. Das wäre nett gewesen. Achso, das kann ich ja hier machen. Entity Filter Attribute. So, und jetzt kann ich hier nämlich die Entity Components raussuchen. Und das sind im Idealfall nur Entity Components. Das habe ich aber hier nicht sichergestellt, weshalb ich vorher nochmal diesen hier machen sollte, um sicher zu sein, dass das auch alles richtig ist. Keine Sorge, wir machen hier Reflection, wir iterieren hier über zwei Listen ineinander. Das ist ein Performance-Problem, ja, aber nur beim Erstellen der Komponente und zwar einmal. Kleiner Disclaimer vorweg. Entity Components, Entity Component Type. So, und jetzt können wir noch gucken. If Type of. Was ist das eigentlich? Eine Entity Component is assignable from Entity Component Type. Beziehungsweise, wenn das nicht der Fall ist, dann böses Foul. Also, was ich mache, ich iteriere über alle Attribute, dann gucke ich, ob die Types alle richtig sind. Wenn alles gut ist, füge ich das in die Component-Filter-Liste hinzu. Thank you.